Ja, hallo, ich bin Daniel und ich bin Teil des Adventure-Teams von How to Die in a Morgue. Wir entwickeln ein 2D-Adventure und haben jetzt auch schon die erste Episode herausgebracht. Ja, ich bin selber begeisterter Adventure-Spieler. Vor allem die Spiele von Runaway haben mich sehr begeistert. Also vor allem, ja, der erste Teil war sehr spannend. Und nach habe ich mir halt überlegt, wie wäre es denn mal selber ein Spiel zu entwickeln und da vielleicht auch so die Charakteristika unterzubringen, die mir selber besonders gut gefallen und die Sachen wegzulassen, die mir nicht so gut gefallen bei Adventure. Genau, also du bist sozusagen als Mafiosi, schleichst du dich in ein Leichenschauhaus ein und erwachst dann in einem Leichensack und versuchst den Ring der Mafia-Familie sozusagen zu bergen und dann aus dem Leichenschauhaus zu flüchten. Und da gibt es natürlich so die ein oder andere unvorhergesehene Situation im Spiel und die musst du natürlich entsprechend durch Rätsel lösen. Wir empfehlen natürlich alles zu spielen, aber du kannst auch gut bei Episode 2 einsteigen und wirst da auf jeden Fall gut abgeholt. Wir versuchen da schon auch den Plot so ein bisschen weiter zu erzählen, aber natürlich auch ein paar Elemente wieder auf Episode 1 aufzugreifen und so werden natürlich beide Spieler belohnt, die natürlich auch alle Episoden schon gespielt haben. Also es wird auf jeden Fall Dialogrätsel geben, weil es ist auch eine Neuerung bei Episode 2, dass du erstmals Dialoge drin hast. Also mehrere Spielfiguren wird es halt geben, die du halt eben entsprechend antriffst. Und das andere ist halt, dass es auch so ein bisschen mehr Richtung längeren Rätselpassagen geht, wo du halt auch mehrere Sachen miteinander kombinieren musst, ohne dabei aber auf ein Inventar zu setzen. Also inventarlos auch wie in Episode 1. Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, die Runaway Adventures waren auf jeden Fall eine starke Indikator, weil sie einfach auch sehr realistisches Setting haben. Natürlich ein bisschen überdreht an gewissen Szenen, aber dennoch natürlich in der Jetzt-Zeit spielen. Bei uns ist es so, wir spielen in den 90er Jahren unser Spiel etwa, ist es angesiedelt. Also doch so ein bisschen ein anderes Zeitalter, aber dennoch alles eher schon alltäglich gehalten, nicht so stark überdreht, obwohl es vielleicht ein paar krasse Szenen gibt, aber ja, dennoch natürlich eher realistisch und deswegen hat es uns eigentlich sehr gefreut, dass wir uns da quasi kreativ austoben konnten in dem Bereich. Genau, wir hoffen natürlich durch den neuen Grafikstil so ein bisschen neuen Wind reinzubringen. Allerdings wird es halt nicht so ganz viele Änderungen geben. Er wird einfach insgesamt ein bisschen cleaner wirken und es soll auch durch den Lichteinfall bei gewissen Szenen ein bisschen atmosphärischer sein. Und wir hoffen einfach, das sozusagen rund rüber zu bringen, dass es ein schöner, stimmiger Look wird, auch bei Episode 2. Ja, ich kann so viel verraten, es wird irgendwas in dieser Art geben. Ich weiß nicht, mit einem Blick auf Sims oder so kann man sich da ja mal überlegen, in welche Richtung es gehen könnte. Und ja, also da planen wir auf jeden Fall was. Es ist auf jeden Fall noch ein bisschen stimmiger wirkt und auch ein bisschen mehr Spaß macht, den Dialogen zu frönen. Okay, da bist du sehr hoffnungsvoll und bald fertig. Kann ich noch nicht ganz so bestätigen, aber wir sind auf jeden Fall dran. Es wird größer, es wird eine andere Story geben natürlich. Die knüpft natürlich an Episode 1 direkt an. Es werden einige Rätsel auch gelüftet im Sinne, worum geht es jetzt genau bei dem Ring eigentlich, den ich suchen musste? Was hat er auf sich? Und jede Menge mehr Spielzeit wird es geben. Also das erste Episode war ja relativ kurz mit 10 Minuten bis eine Viertelstunde. Jetzt gibt es ungefähr 10 Minuten mindestens obendrauf. Ja, also ich denke mal, eine Trilogie wird es auf jeden Fall geben, aber alles Weitere muss man natürlich sehen, auch wie wir noch kreativ uns da austoben wollen. Aber so eine Episode 3 haben wir auf jeden Fall fix geplant. Ja, auf jeden Fall, also gerne die Entwicklung natürlich im Auge behalten. Wir sind auch immer sehr dankbar über Feedback zum Spiel, also wenn da irgendwelche Vorschläge eintreffen oder so. Wir werden auf jeden Fall auch eine Community-Aktion mal starten, um die Spielerschaft sozusagen auch frühzeitig mal ein bisschen einzubeziehen, was auch die Inhalte betrifft. Und da kann man natürlich auf jeden Fall die Augen offen halten.